Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, wenn auch wahrscheinlich recht kurzen Let's Play Guild Wars 2. Selbst mein Charakter sagt euch hallo. Heute wollte ich euch ein kleines Minigame in Guild Wars 2 zeigen, und zwar Golem-Schach. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, der möge sich doch dieses Video gerne angucken, danach kann man sich darunter garantiert was vorstellen. Wir befinden uns auf der Karte in der Provinz Metrika, hier unten noch ziemlich am Eingang, direkt rechts von Ratazum, und das liegt natürlich dann links neben uns. Provinz Metrika, hier unten befinden wir uns, bei unserem kleinen Pünktchen da. Und das ist die ganze Karte. Mag sein, dass mir doch noch ein, zwei Ecken fehlen, die ich noch nicht erkundet habe, aber gut. Die sind ja weniger weiter wichtig. Interessant ist das Herzchenquest hier unten, das ich ja bereits abgeschlossen habe. Und wir gehen mal zu so einer Golem-Schachspielanlage. So, hier neben haben wir auch eine. Man sieht zwei Steuerpulte, das heißt, man kann auch gegen einen Gegner spielen, gegen einen menschlichen Gegner. Das werde ich heute euch wahrscheinlich aber nicht demonstrieren. Ich werde nur euch demonstrieren, wie das Spiel gegen einen, Gegner, Golem, NPC geht. Dafür verwenden wir hier diese Fernsteuerung. Und ja, kurz bevor ich das Ganze benutze, eine kleine Erklärung. Wir haben hier, wie ihr seht, ein 3x3 Feld, also 9 Felder insgesamt. Und auf den jeweils gegenüberliegenden Ecken sind die Golems. Auf allen übrigen Feldern, oder beziehungsweise auf jedem Feld, wo kein Golem steht, kann ein Power-Up als Pop-Up erscheinen. Entweder was uns heilt, was den Gegner schädigt, was uns schützt, also dass wir weniger Schaden kriegen oder ähnliches. Klingt eigentlich recht einfach. Pro Zug kann man einmal angreifen oder sich einmal bewegen, wobei Drehungen in die verschiedenen Richtungen dazu nicht zählen, mehr dazu dann im Spiel direkt. Wenn wir jetzt hier diese Fernsteuerung verwenden, bekommen wir einen Dialog und kriegen erklärt, was wir überhaupt machen oder wie man spielt. Das könnt ihr euch jetzt durchlesen, ich hoffe die Qualität ist in Ordnung, notfalls haltet das Bild kurz an, um es euch zu lesen. Ich kenne das alles schon, ich klicke einfach weiter. Wie gesagt, lest es euch durch, wenn ihr wollt. Das ganze Spiel fängt nämlich schon an, bevor ich das alles gelesen hätte, wäre die Zeit vorbei. Wir haben nämlich nur eine gewisse Zeit für unseren Zug. Das sehen wir hier unten, Skill Nummer 5 läuft die Zeit ab. Deswegen bewegen wir uns doch einfach mal vorwärts mit Skill 2. Skill 1 ist nach links drehen, Skill 3 nach rechts drehen und Skill 4 angreifen. Tun wir jetzt. Bam. Voll aufs Auge oder auf die Seite. Natürlich kann uns der Gegner auch angreifen, das finden wir zwar nicht toll, aber gut, schlagen wir zurück. Bam. Und wir kriegen auch wieder eins auf die Nase. Da unten ist so ein Power-Up. Das wollen wir uns doch jetzt eigentlich mal holen. Schräg laufen kann man nicht, nur geradlinig. Oh Pech, das Power-Up ist weg. Versuchen wir ans nächste zu kommen. Wie gesagt, Drehung kann man so oft machen, wie man will. Und dann einfach laufen. Und ja, das müssen wir uns nicht drehen, sondern können. Und natürlich haut das Power-Up weg. Wie unfair. Na gut, dann nachdem wir jetzt kein Power-Up kriegen, draufhauen. Bam. Und da geht der Golem kaputt. Unser ist auf den Platz gelaufen. Und der andere ist tot. Sobald wir das Spiel neu starten würden, würde er, glaube ich, auch wieder erscheinen. Oder willst du das auch? Spielen wir nochmal als blauer Golem. Ja, das ganze Durchgeklicke hier, bla bla bla, blub blub blub. Ich weiß, wie man spielt. Ja, mach endlich. Naja gut, der Gegner fängt immer zuerst an. Wie das jetzt natürlich bei zwei menschlichen Spielern ist, weiß ich leider nicht. Hier wird jetzt wahrscheinlich gleich der Gegner dieses Power-Up bekommen. Es könnte für Schutz sein, dass der Gegner mehr... Oh nein, er hat einen Angriff gehabt. Wie unfair. Diesmal werden wir wohl verlieren. Vor allem, wenn man sich so blöd anstellt wie ich und einfach läuft, obwohl Laufen nicht geht. Aber gut, dann zeige ich euch auch mal, wie man verliert. Ich habe ja immerhin schon mal gewonnen, dann wisst ihr, wie man gewinnt. Ob man sehen kann, wie viel Leben die Golems haben, weiß ich gerade nicht. Manchmal geht's nicht. Und da haben wir verloren. Naja, gut. Wollten wir auch mal zeigen. Es gibt insgesamt mehrere von diesen Spielstationen. Da unten zum Beispiel ist eine, da drüben ist eine, hier ist eine und ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Da hinten ist nochmal eine. Ja,
Wem das Ganze gefällt, kann das natürlich gerne machen, auch wenn das Herzchen-Quest schon fertig ist. Und habt einfach Spaß mit Golem-Schach. Sucht euch am besten mal irgendeinen Kumpel und spielt gegeneinander. Macht eins, zweimal Spaß, danach, naja, kann man sich überlegen. Also dann, ich hoffe, euch hat das kleine Let's Play gefallen. Ihr guckt euch meine anderen an und bis irgendwann, auf Wiedersehen.